Jetzt fahre ich eine Runde Fahrstuhl und zeige euch den Lobbybereich und das Buffet-Restaurant Außenterrasse. So, hier ist die Rezeption. Hier gibt es, wie in fast allen Hotels, den Schuhputzer. Ein ganz, ganz lieber ist das hier. Hier ist der Concierge. Hier gibt es einen Bankautomat. Hier ist Business Enter. Hier sind einige Kongressräume, die auch jeden Tag hier gut gebucht sind. Ich fahre jetzt mit euch rückwärts einmal die Außenterrasse hoch, eine der Außenterrassen. Hier ist die Lobbybar, also die befindet sich gleich hinter der Rezeption. Da kann man gemütlich was trinken gehen, Kaffee, Tee, was man gerne möchte. So, hier ist einmal eine Außenterrasse. Und von hier oben hat man auch einen wunderbaren Blick auf das Taurusgebirge und auf Antalya. Hier ist noch eine Mini-Terrasse, wo Lounge-Möbel stehen. Aber der Ausblick ist wirklich gigantisch. Einen ganz, ganz tollen Ausblick hat man natürlich auch aus dem à la carte Restaurant. Oben im 10. Stock. Was bis 19 Uhr eine normale Terrasse ist, wo man aber auch Kleinigkeiten essen kann. Und ab 19 Uhr ist es dann ein à la carte Restaurant. Wie überall hier stehen hier überall Desinfektionsspender. Also es gibt hier wirklich genug Möglichkeiten, sich ein bisschen zurückzuziehen, gemütlich zu sitzen, sich mit Freunden, mit dem Partner, mit dem Ehemann, mit Geschäftsleuten, Geschäftspartnern zu unterhalten. Hier sitzen auch oft, auch gerade draußen auf der Terrasse, viele mit Laptop. Das Accra ist ja ein Stadthotel und auf der anderen Seite ist es ja ein Beach Hotel und somit ist es natürlich echt klasse gelöst. Die eine Seite hat man das Meer und das Taurusgebirge und auf der anderen Seite hat man das Stadtleben Antalya. Hier ist die Rezeption und auch hier das Schild 50 Jahre Barut. Auch hier wird für Abstände gesorgt. Hier ist das Pablito, das ist ein Bistro,
Da kann man abends leckere Kleinigkeiten essen, Cocktails trinken, einfach einen netten Abend verbringen. Das ist natürlich noch geschlossen, aber ich roll da nur einmal mit euch lang. Da ist die Küche, da ist die Bar und ich roll hier einmal nur mit euch durch. So sieht das hier aus. Auch hier gibt es eine Außenterrasse, wo man auch wieder einen tollen Blick auf die Berge hat und auf das Meer. Mir gefällt der Einrichtungsstil vom Accra sehr, sehr gut. Ich mag eh die Inneneinrichtung der Barut Hotels, in denen ich bis jetzt war, sehr, sehr gerne. Sehr geschmackvoll, stilvoll, eingerichtet, klare Linien, also für mich mega nice. So, bevor ich mit euch rausrolle, rolle ich mit euch nochmal zum Buffet-Restaurant. Da gibt es Frühstück, Mittag und Abendessen. Das Accra ist kein All-in-Hotel. So, jetzt rolle ich mit euch runter ins Buffet-Restaurant und zeige euch da einmal ein bisschen was. Man kann dort, wie gesagt, zu Mittagessen, zu Abendessen und natürlich frühstücken, was jetzt gerade passiert. Und zum Abendessen gibt es zwei Getränke, die sind inklusive und zum Mittagessen auch. Und Frühstück ist natürlich Kakaosaft, Tee, Kaffee. Ist alles inklusive. So, ich rolle jetzt einmal mit euch da rein. Wenn er denn. Ich filme jetzt nur und ihr könnt ja selber sehen, was es hier alles Leckeres gibt. Alles, was das Herz begehrt. Hier gibt es frisches Omelette. Hier gibt es Brot und alles. Hier hat man auch reichlich Platz und auch hier ist es wieder sehr geschmackvoll eingerichtet. Ich möchte jetzt nicht nur die Menschen, die frühstücken, stören. Deswegen rolle ich hier einmal mit euch rum. Aber wirklich sehr schön. Wenn ich mit dem Film fertig bin, gehe ich da auf Frühstück. Aber so habt ihr einen kleinen Einblick. Was es hier alles Leckeres gibt am Morgen. Hier unten gibt es noch ein Market, hier ist auch noch der Friseur, dann gibt es hier noch einen Fotografen. Ist sehr weitläufig.
Heute Nachmittag werde ich dann für euch nochmal die Außenterrasse oben im 10. Stock filmen. Aber die ist jetzt noch geschlossen, die macht erst nachmittags auf. So, jetzt rolle ich wieder mit euch hoch und zeige euch den Außenbereich mit dem tollen Infinity Pools und den Sporteinrichtungen. Wenn man hier Fahrstuhl fahren möchte, muss man immer seine Zimmerkarte einmal scannen lassen. Das zeige ich euch jetzt auch einmal. Man drückt praktisch auf den Stopf, wo man hin möchte. Und dann muss man einmal hier oben seine Karte scannen und somit kann man fahren. Hier ist die Gästebetreuung, die sehr lieb und nett sind. Die Hauptsprache ist hier natürlich Türkisch und Englisch. Es gibt hier viel internationales Publikum bzw. Gäste. Viele kommen aus Amerika, viele aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Osteuropäer sind hier nicht so viel vertreten und die Deutschen sind auch nicht so viel vertreten. Aber ich persönlich finde das Hotel mega nice und das hat sehr viel Potenzial. Wünsche allen einen schönen Tag, passt alle gut auf euch auf und vor allem bleibt alle gesund. Bis dahin, ganz, ganz liebe Grüße, eure rollende Dreher. Bye, bye.